Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger & Solmecke. Und heute geht es um das Recht auf Vergessenwerden. Darum drehte sich nämlich heute ein Verfahren des Europäischen Gerichtshofs. Und heute, das ist der, ich muss mal aufs Datum gucken, der 25. Juni 2013. Und der Generalanwalt beim EuGH, der hat heute sein Statement dazu abgegeben, ob Google möglicherweise von Zeit zu Zeit gewisse Treffer aus dem Index löschen muss. Und sein Statement war, nein, das muss Google wohl nicht. Google muss den Index up to date halten und gucken, ob die Seiten noch existieren, auf die Google verlinkt. Aber nachdem jemand Google etwas mitgeteilt hat, was wahr ist, was aber gelöscht werden soll, muss Google nicht handeln. Also, ich will es kurz darstellen, worum es ging. Hier ging es darum, dass jemand zu einer gewissen Zeit in Privatinsolvenz gegangen ist. Ein Spanier. Und darüber hat eine Zeitung berichtet. Und dieser Zeitungsartikel, der ist von Google gefunden worden. Und jetzt hat der Spanier erst gegen die Zeitung geklagt und sagte, ich möchte, dass das aus den Archiven rausgeht. Und damit ist er nicht durchgekommen, weil man gesagt hat, nein, das war ja mal wahr, du bist insolvent gewesen. Und insofern darf das auch in den Archiven in einer gewissen Art und Weise stehen bleiben. Und jetzt ist er gegen Google vorgegangen und hat gesagt, Google, aus Datenschutzgründen möchte ich nicht, dass diese private Information über mich noch bei Google zu finden ist. Und da sagt heute der Generalanwalt, nein, Google muss hier nichts löschen. Also ein bisschen anders als noch die Autocomplete-Entscheidung des EuGH. Da ging es ja darum, dass dieses Autovervollständigen nicht wirklich erlaubt ist. Aber hier bei dem Recht auf Vergessenwerden ist also jetzt höchstwahrscheinlich so, dass Google nur löschen muss, wenn es sich um unwahre Tatsachen handelt und Google dann davon Kenntnis hatte. Aber dass derjenige insolvent gegangen ist, das war eben nicht unwahr. Also eine interessante Entscheidung, die da bevorsteht. Das war jetzt nur die Meinung des Generalanwalts. Das ist noch nicht zwingend so, dass der Europäische Gerichtshof dieser Meinung auch folgen muss. Aber in 90% der Fälle ist das so. Insofern werden wir hier natürlich berichten, wenn wir die Endentscheidung des EuGH haben. Ansonsten erstmal spannend für euch, kriegt ihr etwas aus dem Google-Index raus, wenn eine Seite tatsächlich noch an anderer Stelle existiert und ihr gegen diese Seite nicht vorgeht. Wenn euch das Thema Google interessiert, da haben wir schon öfter darüber berichtet, hier am Rand, da machen wir ein paar Themenvorschläge, die für euch noch interessant sein könnten. Klickt drauf, es wird uns freuen, wenn ihr euch auch noch unsere anderen Videos anschaut. Und natürlich könnt ihr uns auch immer gerne abonnieren. Einstweilen, danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.